Hallo und willkommen zu unserem Rainnetzer Sektorverstellungstutorial. Mein Name ist Jens und ich begleite euch auch durch diesen Teil unserer Videoreihe. In diesem Teil wollen wir unserem Regner beibringen, mit einer Sektorverstellung zu arbeiten. Wir gehen an dieser Stelle allerdings schon davon aus, dass die Sektorverstellung fehlerfrei montiert und die Verkabelung einwandfrei vonstatten gegangen ist. Als ersten Schritt müssen wir unserem Panel bzw. unserem angelegten Regner beibringen, dass er nun eine Sektorverstellung bei sich hat. Steigen wir also einfach sofort tief ein. Wir klicken auf den Regner und gehen auf die Steuerungsmaske. Kleiner Tipp am Rande, ab diesem Moment könnt ihr auch am Telefon folgen. Als erstes richten wir uns einen Dauerbetrieb ein. Dafür gehen wir hier oben auf Mehr, Einstellungen, Energieeinstellungen. Der Dauerbetrieb hilft uns dabei, schnell die Ergebnisse unserer Einstellung zu sehen. Für gewöhnlich läuft die Kommunikation mit dem Rainnetzer ein wenig langsamer ab, als wir es in dem Fall hier gerne hätten. Das bedeutet, wir stellen hier einen Dauerbetrieb ein für die nächsten 40 Minuten. Das heißt, wir klicken hier auf das Pfeilchen, wählen uns 40 aus und klicken auf Übernehmen. Und nun springen wir in die Konfiguration der eigentlichen Sektorverstellung. Hier haben wir keine große Option, außer der Maschine zu sagen, dass hier in dem Fall die Sektorverstellung an sein soll. Nun weiß unser Regner, dass eine Sektorverstellung angeschlossen ist und ermöglicht auch die Konfiguration der Werte, die dafür notwendig sind. In der Theorie, sofern die Wurfweite richtig hinterlegt ist, sollte jetzt schon eigentlich alles so funktionieren, wie es angedacht ist. Aber wir wollen die ganze Sektorverstellung noch ein wenig an unsere Bedürfnisse anpassen. Sehen wir uns doch die einzelnen Optionen mal ein wenig genauer an. Gleich als erstes haben wir den Standardwinkel. Diese Beregnungsform wird immer dann gewählt, wenn keinerlei Hindernisse oder Einschränkungen den Sektor beeinflussen. Das heißt bei einer kompletten Beregnung mitten im Feld zum Beispiel. Hierbei können wir einstellen, wie wir es im Standard gerne hätten. Was Sie hier jetzt gerade sehen, ist die klassische 270-Grad-Beregnung. Das ist in der Regel der Standard. Aber das ist ganz individuell und kann bei Ihnen natürlich völlig anders sein. Um diesen zu verändern und ihn ganz individuell für Ihre Bedürfnisse anzupassen, haben Sie sowohl auf der linken Seite eine Gradzahl als auch auf der rechten Seite eine Gradzahl, die Sie sowohl mit den Plus- als auch mit den Minusknöpfen bedienen können. Oder Sie klicken hinein und ändern den Wert mit der entsprechenden Tastatur. Direkt unter dem Standardwinkel finden wir die Wurfweite. Diese Einstellung gibt an, wie groß der Radius der Beregnung tatsächlich ist. Dieser Wert sollte natürlich möglichst dicht an der Realität sein. In kritischen Bereichen der Beregnung kann man hier auch gerne mal 2-3 Meter höher liegen, als es in echt der Fall ist, um den Sektor frühzeitig abknicken zu lassen. Wir tragen hier in unserem Fall 40 Meter ein. Als nächstes können wir noch einen Blick in die erweiterten Einstellungen setzen. Nicht erschrecken vor der großen Optionsvielfalt. Ich erkläre kurz einmal alle nötigen Sachen. Da wäre zum einen die Beregnung vor der Trommel. Bei dieser Einstellung wird kurz vor Erreichen des Zielpunkts die Beregnung in eine Vollkreisberegnung umgeschaltet, um mehr Wasser vor die Trommel zu bekommen. Der Sektor öffnet allerdings wieder selbstständig an der Feldkante. Wenn wir uns dafür entscheiden, diese Form der Beregnung zu nutzen, haben wir hier noch zwei weitere Einstellungen, die wir tätigen können. Zum einen können wir die Entfernung erhöhen, ab dem Punkt eine Vollkreisberegnung gefahren wird. Im Standard sind es hier 60 Meter. Das kann auch ganz gut funktionieren, kann aber auch gern mal bei 70 bis 80 Meter liegen, je nachdem, wie viel Wasser Sie noch vor die Trommel bekommen wollen bzw. wie hoch Ihre Wurfweite ist. Der Sektor für die Endberegnung gibt an, was für uns eine Vollkreisberegnung ist. Das kann hilfreich sein, wenn Sie Sorge haben, dass Ihre Maschine eventuell ein wenig nass werden könnte. Als nächsten Block darunter haben wir maximale Fläche beregnen. Diese Option ist dafür verantwortlich, dass wir im Falle eines Hindernisses mit beiden Anschlägen verstellen, um die Fläche zu beregnen, anstatt nur mit einem eingeschränkten Winkel zu arbeiten. Das kann dazu führen, dass wir Wasser in die Spur werfen. Wenn Sie das aufgrund von schweren Böden verhindern müssen, schalten Sie diese Option aus. Wenn Sie aber weiterhin den Regner bis zur Feldkante ausziehen wollen und das Raindancer Startprogramm nutzen wollen, um das Wasser besser am Start zu verteilen, so können Sie die Option nur am Start setzen. Dann müssen also beide Punkte aktiviert sein. In meinem Fall verlasse ich es dabei. Der wohl wichtigste Teil an dieser Einstellung ist die Nullposition. Die Nullposition gibt den einbaubedingten Versatz der Sektorverstellung an. Für diesen Teil binden Sie in Ihrem Paket einen Sticker. Legen Sie diesen Sticker so auf die obere Abdeckung, dass der Pfeil genau auf die Trommel zeigt.
Nun können Sie mit Hilfe der Kerbe in der Abdeckung die Gradzahl ablesen, um die Ihre Sektorverstellung versetzt ist. Diese Gradzahl muss hier eingetragen werden und an die Sektorverstellung übertragen werden, damit wir auch wissen, wo vorn und hinten ist. Die meisten Regner haben ihren Umschalthebel unterhalb des Regners. Bei Regnern mit rückseitigem Umschalthebel müssen wir hier an dieser Stelle noch 180 Grad hinzuaddieren. Die Option mit 180 Grad Fahrt gibt an, ob die Sektorverstellung nach erfolgreichem Einstellen der Nullposition mit dem linken und dem rechten Anschlag so ausgerichtet werden soll, als würde sie eine Halbkreisberegnung durchführen. Das ermöglicht Ihnen leicht sicherzustellen, ob die Einstellung auch geklappt hat. Schauen wir ein bisschen weiter runter. Der Minimalsektor gibt an, wie klein der kleinstmögliche Bereich ist, den wir beregnen können. Wir wollen dem Regner ja noch ein wenig Spiel geben, damit er sich auch bewegen kann. Manchmal entspricht der Punkt, an dem der Anschlag eingestellt ist, nicht exakt dem Punkt, an dem der Regner die Schwenkrichtung ändert. Um diese Abweichung zu berücksichtigen, können Sie den Regnerüberhang messen. Dafür nutzen Sie am besten denselben Sticker, den Sie auch für die Nullposition benutzt haben. Legen Sie den Sticker so an, dass der Pfeil genau auf den linken Anschlag der Sektorverstellung zeigt. Im Anschluss drehen Sie Ihren Regner gegen diesen Anschlag und warten auf das Umschalten des Regners, wenn dieser die Richtung wechselt. Nun können Sie die Gradzahl des Regners ablesen und eintragen. In meinem Fall ist das tatsächlich einfach 0. Als letzten Punkt müssen wir unsere Daten noch speichern. Und nun hat unsere Maschine eine Sektorverstellung. Im nächsten Video schauen wir uns an, wie die Sektoren während der Beregnung eingestellt werden können und welche Möglichkeiten Sie zu automatischen oder zum manuellen Eingriff mit Ihrer Sektorverstellung haben. Mir bleibt nicht viel mehr zu sagen, außer vielen Dank für die Aufmerksamkeit und bis zum nächsten Mal.